Willkommen zurück in Echo. Wir befinden uns wieder vorm Süffelglück und haben einen LKW erfolgreich gerettet, den Ernte 23 LKW. Ja, das war ja was letzte Folge, meine Güte. Wo haben wir jetzt? Achso, habe ich in der Hand, natürlich. Die Fische. Die Fische, wir waren angeln. Die Reuse, na gut, ich glaube, die dauert ein bisschen länger, bis man da irgendwas fängt. Und ich weiß nicht, was er da von mir will. Darf nur im sauberen Wasser und unter Wasser halt lagern. Also darf da nur aufgestellt werden. Wir waren unter Wasser und das Wasser ist sauber. Keine Ahnung, was sie da von mir holen. Aber naja, gut. Egal, was soll's. Angeln funktioniert und das auch sehr gut. Und das ist auch schon mal die Hauptsache. So, Lachs ausnehmen. Das ist kein Lachs, das ist Thunfisch. Hier ist Thunfisch. 5? Ja, natürlich 5. Ja. 10 Minuten. 25, wow. Das ist ja nicht gerade viel. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Die Angel. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit mit der Angel durch die Gegend eiern. Warum ist das hier so ruhig? Die Flamme ist aus. Warum ist die Flamme aus? Oh, stimmt, da war ja was. Sollte ich mal. Wo ist denn hier? Ach, hier jetzt gar nicht. Da kriegen wir keinen Zugriff drauf. Da müssen wir was Zugriff drauf kriegen. Doch, hier, Filterkompass, natürlich. Alter, ist das voll. So. Jetzt kann er wieder weiter poppen. Mit seiner Popcorn-Flamme. Dann wollen wir mal ganz schnell den Kompost wegbringen. Aber wohin? Ich weiß nicht, wohin. Kompost. Wächst da irgendwas drin? Nee, da wächst natürlich nichts drin. Das ist nicht gut. Werden hier die Tür offen gelassen. Ich glaube, das war ich. Gut, Kompost. Komm. Kompost. Was macht man Schönes mit Kompost? Kompostdünger macht man daraus. Das ist, das ist ja toll. Kompostdünger. Kann man noch irgendwas anderes aus Kompost machen, außer Dünger? Nein, was sollte man auch sonst machen wollen aus Kompost? Essen möchte ich es nicht. Drauf pennen möchte ich auch nicht, also machen wir hier 125. Nicht schon wieder so viel. Vielleicht 300. 310. 311. 311. Reicht auch völlig. 123. Faserfüllstoff. Faserfüllstoff. Haben wir nicht irgendwo Faserfüllstoff gehabt? Haben wir nicht. Warum nicht? Weil es so ist. Aber hier werden wir vielleicht mal hier die Fasern los. Mit F markieren. Faserfüllstoff wird mit F geschrieben. Faserfüllstoff war hier schon da. Ach, da brauchen wir wieder Erde für. Ist ja toll. Okay, 125. 750. Oh, das wird schon. Und nur 50 Erde. Das ist toll. Oh, das ist toll. 50 Erde und 750 Faserfüllstoff. Fasern. Also Dodo-Frisuren, natürlich. Alter, wenn es nicht mal alles so lange dauern würde hier, dann würde man auch ein bisschen schneller sein. Das war übrigens, ist übrigens das, so ziemlich das Einzige, was ich nicht verändert habe in den Produktionszeiten. Aber, na, jetzt habe ich es davon, ne? Das haben wir jetzt davon. Typisch. So, 50. 50 und hier, den nehmen wir einfach mal komplett mit. Auch wenn gerade eine Schildkröte vor dem Reifen parkt, aber hey. Vorsicht. Alles klar. Dann wollen wir mal. Wir kommen gar nicht so dicht da dran. Das ist nicht gut. Wir kommen dicht da dran. Wir müssen nur wieder hier das Gemüse eiern. Und, also irgendwann mache ich hier wahrscheinlich auch noch eine Tür rein. Irgendwann wahrscheinlich nach Beendigung der Staffel. Bestimmt. Aber wo sollte man hier schon durchgehen? Alter, ist das furchtbar. Ist das ätzend. Kommt auch mal da. Und able to move any, alles klar, ist ja voll. Mit Dodo-Frisuren, natürlich. Gut. Dann machen wir jetzt mal nochmal auf. Habe ich das noch nicht in Auftrag gegeben? Warum nicht? Ich dachte. Ja, denkst du, hier. Alles klar. 750 Lagerplatz. Jetzt müssen wir auch nochmal hier gucken. Treibhausausstattung. Ja, hier ist auch viel Kompost, schon viel Kompostdünger drin. Das ist toll. So. Guck mal. Schon haben wir 750 Dodo-Frisuren weniger. Warum ist hier noch Kacke drin? Das ist aber Kacke. Herstellung, Code. Mal gucken. Code, der wurde doch. Ach, das reicht nicht, ne? Das hat nicht gereicht. Ja, es hat nicht gereicht. Alles klar. Gut, dann haben wir es auch schon mal erledigt. Und es ist schon wieder dunkel. Ist toll. Ach, Mensch. Nein, dunkel ist noch nicht, aber es wird. Es wird.
wie elegant ich gerade in der Britney Spears geparkt habe. Ja, naja. Oh, ich muss niesen. Zweimal direkt nacheinander, alter Finne. Gut, dass ich es noch schnell genug geschafft habe, das Mikrofon zuzumachen. So musst du nur der Popschutz dran glauben, das ist toll. So, dann wollen wir hier mal gucken. Hier müsste ja auch eigentlich alles soweit schon fertig sein. Battered Hot Chips, genau, da war ja was. Better. Und Butter macht man hier oben mit, ach ja, mit Whole Milk. Ja, das ist toll. Ich wollte jetzt nicht die ganze Folge nur wieder kochen. Das wird auch sonst irgendwann langweilig für euch. Was wollte ich denn jetzt hier noch gucken? Hier wollte ich mal reingucken. Ah ja, Ground Bean. Ground Bean to Perfect. Perfection for the Perfect Cup. Aber Kaffee kochen können wir noch nicht. Dafür brauchen wir auch den Symology Skill. Einen bestimmten Skill brauchen wir dafür, leider. Hier. Ein Roasted Chicken. Das stopfen wir uns mal so mit Knochen in den Hals. Warum nicht? Wow. Wow, wow, wow. Das war reichhaltig. 566 Punkte. Moment, ich wollte auch nochmal gucken. Kann man noch irgendwas mit dem Garnhähnchen vielleicht machen? Nicht, dass wir das alles hier auffressen und nachher haben wir ein schönes Menü oder so. Nee, sieht nicht so aus. Gut. Ach hier, wollte ich auch noch mich drum kümmern. Maltose und Specialty Grains. Ach, dafür brauchen wir wieder Mais und Weizen. Ja. Okay. Beerensteak. Beerensteak. 1200 Kalorien. Geht eigentlich. 650 ist mir zu wenig. Brot, wir brauchen Brot. Wir müssen Brot backen. Brot. Brot, die haben wir hier. Ach, gucke. Können wir sogar ein bisschen was draus machen. Mach mal 20 Brote. Müsste eigentlich reichen. Erstmal. So, mal sehen, wie weit wir das skillen können. Aber jetzt wollen wir erstmal nochmal nach unten latschen. Ins Labor. Wir müssen doch das Würfelglück noch anpassen, Mensch. Die Eingänge. Mensch. Maltose. Maltodex. Was Maltose? Was mal. So sah das aber nicht aus. Okay, wo wird das jetzt gemacht? Maltose. Maltodextin ist keine Maltose. Was muss hier rein? Ach, hier muss die normale Milch rein. Das ist schön. Das ist doch spitzenmäßig. Das ist super. Dann machen wir hier gleich mal 50. Na, vielleicht ein bisschen zu viel. 25 reicht, ne? 25 Gouda und 25 Mozzarella. Können wir durchaus machen. Und das kommt rein. Nicht in den Salatschleuder, nicht in Obstgemüse. Auch nicht in Weinherstellung. Da auch nicht. Hier auch nicht. Kühlschrank nicht. Da nicht, da nicht. Mühlenkiste? Nein, auch nicht. Backwerk. Es müsste eigentlich ins Backwerk rein. Ach Mensch. Wieder gemein. 680 Kalorien. Ich will jetzt alles essen. Alter. Ich will alles essen. Alles will ich aufessen. Die Süffelkiste. Klar, Käse drin. Käse in der Süffelkiste. Warum nicht? Machen wir aber nicht. Warum mache ich das zu? Ich wollte es nur ausknipsen. Backwerk. Ja, Backwerk ist schwierig gerade. Fladenbrot. Ja, komm. Dann in die Mühlenkiste 2. Dann ist es so. Dann kommt. Komm. Dann macht. Was habe ich jetzt in der Hand? Das Backwerk. Alles klar. Backwerkkiste. Dann kommt das hier halt rein. Das ist nicht die Backwerkkiste. Das ist die Mühlenkiste. Was will ich denn damit? Mühlenkiste, Backwerkkiste. Die wollte ich haben. Junge. Ist das. Manchmal ist es schwierig. So, und Fisch. Roher Fisch, wo brauchen wir die? Die brauchen wir natürlich hinten, die brauchen wir in der Süffelkiste. Süffelkiste. Okay. Ach, hier Hamsterblut, genau. Pickelpier. 750 Kalorien. Wofür braucht man das nochmal? Das braucht man auch für irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wofür was. Müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, es war. War das hier nicht, was war denn das? Ach so, das ist das schon. Okay, dann, okay. Urchin Oil. Urchin. Oh. Wir haben schon den Symology 3. Oh, cool. Dann können wir schon bald Bier machen. Können wir Milch. Wir können die normale Milch machen. Kornsirup. Ernsthaft? Hätte ich mal eher drauf achten müssen, ne? Wholemeal und Kornsirup. Wholemeal und Kornsirup. Diese Hin- und Herrennerei. Kornsirup. Aus
Maltose. Und Maltose wird wo gemacht? Ach, hier. Das ist schön. Ah, nee, schon wieder Weizen. Mann, alles wird hier aus Weizen gemacht. Ich habe nicht so viel Weizen. Obwohl, doch, habe ich. Das machen wir mal jetzt noch nicht. Das machen wir jetzt nicht. Würde ich einfach mal sagen. Wofür brauchte ich nochmal die Fleischreste? Die brauchte ich auch für irgendwas. Ach, Mensch, dies an alles denken, das ist echt hart. Das ist echt schwer. Was haben wir hier? Hier haben wir noch die Reuse drin. Die kommt natürlich wieder raus. Ach, hier den Eisschrank, den wollte ich noch aufstellen. Mache ich auch sofort noch. Der könnte hier keinen Platz finden. Hier vielleicht, direkt vom Fenster. Ich mag das eigentlich, wenn ich da rausgucke. Hier oben ist kein Platz. Also auch unten. Wie jede Eistruhe auch in normalen Haushalten im Keller steht. Und zack. So, guck mal. Das ist doch gut. Aber ich hoffe, man hat jetzt nicht automatisch Zugriff darauf. Das wäre nicht so gut. Eistruhe? Eisschrank. Man hat natürlich Zugriff darauf. Natürlich. Gut, dann müssen wir da öfter mal reingucken. Ich will jetzt nicht die ganzen Geräte wieder abklappern. Weil wir müssen jetzt hier die Seiten anpassen. Es wäre schön, wenn die Tür zubleiben könnte. Das kommt raus. Hier war schon richtig so, ne? Ja, das kommt rein. Dann müsste da eigentlich ein Fenster hin. Vielleicht hätten die Sessel so doof aneinander. Ich glaube, ich war das. So. Hier kommt jetzt einer hin. Eins hin, eins Fenster. Obwohl, hier könnte auch zwei Fenster rein, ne? Eigentlich ja. Hier vielleicht auch, aber da nicht. Oder bleibt das jetzt so? Bleibt das mit so einer Zweieröffnung? Zweieröffnung. Mit so einem Zwei... Ach, Mensch, ist das eng hier. Sieht das gut aus? Geht eigentlich, ne? Kann man so schon... Kann man so noch anbieten, glaube ich. Das geht. Das kann man so noch machen. Das ist okay. So, und jetzt hier noch. Und hier. Da kommt eins hin. Das kommt raus. Da kommt der dann rein. Und der und der. Und so passt es wieder. Aber ich wollte eigentlich links und rechts. Ja. Ja, Mensch. Gut, dass ich so schlau bin. Ich wollte es eigentlich... Ich wollte auch hier die grünen Scheiben reinbauen. Warum mache ich das nicht? Ach, Mensch, Kind. Ich bin manchmal ein bisschen durch den Wind. So, Fenster. Dann bleibt das nämlich so, wie es ist. Oder so, wie es war. Nur hier. Das wieder raus. Und hier rein. Und, ist das so richtig? Sieht irgendwie so falsch aus. Natürlich, weil es falsch ist. Da kommt Fenster rein. Ja, ja, doch. Das ist richtig. Und so. Genau. Und jetzt müssen die Seiten müssen raus. Komplett. Das muss raus und das muss raus und das muss raus und das muss auch raus. So, und auf der Seite auch nochmal. Dann kann das ja auch da so bleiben eigentlich, ne? Ja. Bloß jetzt nicht die Tür abbauen. So, so. Jetzt holen wir mal ganz kurz die Scheiben. Die Scheiben, die habe ich auf dem LKW. Gut, dann... Ordnung. Ordnung ist die Mutter der Porzellankiste. Genau. Green Stained Glass. Das große, das Talle. Entschuldigung, das ist, ich bin so. Oh ja, das ist, Naja, es hätte ja was werden können, ne? Das ist manchmal schwierig. Manchmal ist es wirklich schwer, hier schön zu bauen. Aber naja, komm. Dann anders. Wir haben doch noch die Holzfenster. Die wollte ich doch, wo ich dann behauptet habe, die werden doch in so einem hässlichen Metallgestell, wie wir sie gerade hatten. Die passen übrigens tatsächlich nicht gut rein optisch. Deswegen ist das vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Aber in Grün kriegen wir es leider nicht. Das finde ich persönlich sehr schade. Dass das gerade in Grün nicht verfügbar ist.
Aber naja, Gott, was willst du machen? Und zwar, wo war das? War das hier? Hier war es, glaube ich, nicht. Nö, wenn ich jetzt mir genau angucke, nicht. Den Ohrwascher, den müssten wir eigentlich auch mal ausprobieren. Wo ist er denn nochmal? Oh. Ohrwascher. Ja, fehlt noch einen zweiten. Was? Ich glaube gar nicht mehr. Ist er schon fertig? Das wäre tatsächlich schon fertig. Oh, okay. Das sind aber keine 2 Sekunden. Das war bestenfalls eine. Bestenfalls. Gut. Haben wir hier irgendwie die schönen... Hier haben wir auch nicht schön. Wo ist denn jetzt... Wo sind jetzt die Schiebefenster hin? Ach, verflixt. Ja, müssen wir auch schon bald machen. Hier, Sandstein. Hier auch nicht. Wahrscheinlich dann beim Schorsch. Der gute Schorsch. Na gut, dann gut. Also da, dann ab zu Schorsch. Ich klappe einfach mal alle ab, ne? Dann wissen wir auch gleich, wo es drin ist. Wahrscheinlich hier im Zimmermannstisch. Elegante Tür, Eisschrank, Die Table, Double Door. Dumbledore? Entschuldigung. Ich frage bloß, warum das nicht funktioniert. Okay. Naja, ist auch egal. Für Mending Barrel, tralala. Henhaus, wo war jetzt hier das Double, das Doppelfenster? Wahrscheinlich weiter unten. Ja, Wooden Sliding Window, alles da. Dafür brauchen wir 4 brauchen wir davon. Insgesamt 3 Glas und 6 Bretter. 3 Glas und 6 Bretter. Bretter haben wir gerade nicht. Warum? Warum ist das so? Warum haben wir noch keine Bretter hier drin? Bretter. Dann machen wir hier mal 20. Komm, wir machen mal 30 Bretter. Vorsichtshalber. Wird schon passen. Okay, 3 Glas. Jetzt müssen wir 3 Glas organisieren. Von wo? Woher? Ach, wir haben hier ja. Wir haben ja zufällig 2 LKWs mit Sand stehen. Das ist toll. Super. Ich drehe an der Schraube. Moment, wir machen es so. 3 Sand für 3 Glas. Ich hoffe, das wird reichen. Ja, ein Leck. 21 Frames gerade. Voller Drop. Drop. Glas hier. 3. 3-mal Glas. Hallo. Danke. Ich dachte eben schon, ich müsste neu starten. Glücklicherweise nicht. Glas Nummer 1, Spitzhacke und Glas. Gut, der Sinn dahinter, der erschließt sich mir nicht, leider. Aber das muss er vielleicht auch gar nicht. Wenn man Glas herstellt, nimmt er automatisch die Spitzhacke in die Hand. Warum nur? Warum? Warum wächst hier ein Kaktus? Keine Ahnung. So. Wann fertig? Achso, erst wenn. Diese Ritsche. Achso, das ist pro Scheibe. Das dauert noch ein bisschen. Das wird diese Folge wohl nichts mehr. Ach Mensch, das ist wieder so ein bisschen. Das ist schlimm gerade, ne? Bin ich wieder hauptsächlich die Folge hier durch die Vögel gerannt? Ist ja echt unglaublich. Das ist ja echt unmöglich. Wir sind schon wieder bei 18 Minuten und. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist doch. Wo ist die Zeit hin? Mann! Das ist voll fies. Laboratorium. Wo bauen wir das nochmal? Weiß ich gerade nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Hier nicht. Vielleicht hier, aber glaube ich auch nicht. Nein, hier auch nicht. Wo wird das Labor nochmal gebaut? Ich überlege tatsächlich, ob ich nicht ein Labor noch hinstelle als Gebäude. Deswegen, Hauptsache wir haben es erstmal. Das wäre überhaupt erstmal die Hauptsache. Das Wichtigste überhaupt, das Laboratorium erstmal zu besitzen. Ich meine, wir haben ja eins im Würfelglück, aber das ist leider zu lahmarschig. Leider ist es zu langsam und deswegen brauchen wir mehr. Wahrscheinlich in der Schmiede. Super. Gut, dann das schaffen wir nicht mehr, diese Folge. Wir werden es wahrscheinlich bestenfalls diese Folge noch schaffen, bei 20 Minuten wohl an der Schmiede anzukommen, aber herstellen, das wird nichts mehr. Ich kann ja schon mal die Laboratorien Auftrag geben. Es wird ja nicht nur eins werden.
Deswegen, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bis dahin ist das Brettgelumpe ja auch fertig und die Fenster hoffentlich auch. 5 Minuten, ja, das kriege ich hin. 5 Minuten warten, das geht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und zwar vorm Süffelglück, vorm Haupteingang, würde ich sagen. Also, ich sage jetzt mal bis zur nächsten Folge und gehabt euch wohl.